entkommen! Rico, links, links, links! Alle stehen bleiben! Nicht bewegen! Rico! Dieser Mistkerl wird uns noch alle umbringen. Raum! Los! Los! Na los! Wie wär's mit Abhauen, bevor die Explosionen losgehen? Ach, kann man das auch? Okay, Leute, ausschwärmen! Raiders, ich will gründliche Arbeit! Kilo-Protokoll! Befehl aufgehoben, Raiders. Hier ist der Captain. Feuer einstellen und Position halten. Narvel, das ist Wahnsinn! Wir müssen... Ich brauche eine sichere Leitung. Sergeant, kritisieren Sie mich nie wieder öffentlich. Wollen Sie mir nicht erst mal zuhören, bevor Sie Nein sagen? Velasquez, Ihre Pläne sind nicht nur unausgereift und stümperhaft, sie kosten uns mehr Leben, als sie retten. Meine Pläne kosten Leben? Wie viel haben Sie? Also, ich sage ja nur, dass wir besser aufklären müssen, okay? Sie haben Ihre Befehle. Das ist keine Diskussion. So ein Arschloch! Lassen Sie es gut sein. Jetzt tun Sie einfach, was er sagt. Klar. Was denken Sie gerade? Dass Narvel ein verdammter Idiot ist. Sie übernehmen Raider 2, falls etwas schief läuft. Ja, Sir. An alle Einheiten, hier spricht Captain Narvel. Die Fabrikexplosion hat die Helgast auf den Plan gerufen. Kampfbereit machen. Okay. Okay. Ich empfange einen massiven Energieschub. Verstanden. Holy shit. Was haben wir noch? Ist dead. Ach so, eine Shotgun. Alles klar, ich verstehe. Mit Nadel treffen. Wo ist er denn? Da oben. Okay. Ich hoffe mal, dass ich hier irgendwie gerade in Deckung komme. Wir müssen die Formation auflösen. Nein! Scheiße. Komm. Na, ah, scheiße. Okay. Ich habe jetzt gedacht... Oh, Moment. Ich habe jetzt gerade gedacht, gut, vielleicht komme ich ja irgendwo hin, wo ich mich ein bisschen besser verstecken kann, aber... Das war irgendwie, ich glaube, ein bisschen falsch gedacht. Rip me. Okay, doch nicht Rip me. Wir haben fettes MG, ich weiß. So, du aller Granatwerfer, ne? Du aller Granatenfuzzi. Du gehst erstmal schön weg. Und warum krepelst du da vorne noch umher? Ich verstehe es nicht. Und Scheiß, da steht eine fette Armee. Und der steht so offen auf dem Feld. Er wird nicht abgeschossen. Nein. Ach, warum? Ach, Quatsch. Wir sind auf einmal Pazifisten. Wir schießen auf dich nicht. Du siehst uns nicht. Wir sehen dich nicht, oder was? So nah. Hier spricht Velasquez. Wir müssen die Formation auflösen. Negativ, Raider 1. Bleiben Sie auf Position. Wir haben doch fette Panzer, Mann. Die können doch mal ein bisschen was machen. Nur mal so als Hinweis. Wäre mal mega gut, wenn die wirklich was machen würden. Haben wir hier vielleicht irgendwie noch ein anderes Gewehr oder sowas? Ne, so wie es ausschaut, natürlich nicht. Oh Mann, okay. Alter, könnt ihr mal bitte die Leute, die einen wirklich umschießen können, mal kaputt machen mit euren Scheißpanzer? Beispielsweise mal den Sniper, der steht da so dermaßen offen. Ohne Scheiß!
Hat man so eine Verbündeten, braucht man keine Feinde. Ihr seht ja, die machen mir nix. Und das soll eine Armee sein? Das sollen nur Soldaten sein? Ja, ich kann es verstehen. Dass man halt nur eventuell, je nachdem, schwer auf Leute schießen kann. Klar, logisch. Aber das ist nun mal halt den Job. Also sollte man es eigentlich auch ein bisschen zumindest über den Herz bringen. Mal seine eigenen Leute da zumindest. Okay. Ich kann ihre Position nicht erreichen. Okay. Das heißt, ich soll den Fuß einfach nur das Fußvolk kaputt machen, oder was? Auf ein neues. Also ich bin noch nicht wirklich direkt hintergestiegen, welche oder was ich jetzt töten darf. Beziehungsweise was ich jetzt töten muss. Um ja, irgendwie, ich sag mal, so einen kleinen Fortschritt zu erreichen. So, auf jeden Fall den Sniper. Dann nochmal den Sniper. Den Typen kriegen wir auch noch, oder auch nicht, weil er in Deckung geht rechtzeitig. Also wir nähern uns halt wirklich immer mehr dem Ende. Na, ich denke mal, das war eben Kapitel... Wann war denn das? Ich habe mal nachgeguckt bei mir. Und der Kapitelgedöns da. Ich glaube, das müsste Kapitel 7 gewesen sein, hier der Schrottplatz. Und mit der Fertigungsanlage. So, den da haben wir noch. Das heißt, wir müssten jetzt theoretisch Kapitel 8 sein, weil wir haben eine Trophäe bekommen. Ich denke mal, dass da dieses Kapitel abgeschlossen ist. Ach, komm schon, Mann. Da soll ich hin. Oh, Moment. So. Treffen wir auch mal ein bisschen besser. Nicht ganz so eine große Streuung. Hallo? Alles okay? Bin ich jetzt safe? Nein, bin ich nicht. Natürlich bin ich nicht safe. Warum auch? Alles nur gelogen. Mein Gott. Ich frage mich gerade, von was das angegriffen wird. Gut, von dem Panzer, der kaputt gemacht wurde. Ja, schon klar. Komm, zeig dich. Tot? Nee. Immer noch nicht tot. Jetzt tot? Immer noch nicht. Jetzt? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wie viel hält der Typ aus? Ohne Mist jetzt mal. Ein Hero Helgast oder was? Unsterblich. Darf ich jetzt dahin? Ich hoffe mal. Gut gemacht, Leute. Sehr schön. Okay, wenigstens brauche ich das Ding nicht. Dingsen. 20 Meter. Ach, da ist Nabel. Okay. Hallo, Captain. Sir, wir haben einen Bunker mit Helgast-Artillerie. Lassen Sie's. Besser, Sie nehmen Ihren Freund kürzer an die Leine, Sergeant. Sir, bei allem Respekt, Sie tun ihm Unrecht. Ohne Rico wären wir nicht hier. Folgen. Wir gruppieren uns am Ende des Grabens neu. Okay. Jo, ich würde mal sagen, wir sollen das Ding garantiert ausschalten. So, weg. Ich hoffe mal, dass ich ihn auch getötet habe. Warum kommen da jetzt Flammenwerfer-Fuzzis? Das kann... Nee! So haben wir aber nicht gewettet, Freundinnen. Aber es... Okay. Was ich aber mitgekriegt habe, ist, wir müssen nirgendwo schnell hinlaufen. Das heißt, wir können uns mehr oder weniger Zeit lassen. Das ist so zumindest ein bisschen was Gute. Da ist er. Komm her, Sau. Hoffe ich zumindest, dass ich jetzt hier keinen Zeitdruck habe und irgendwie durchrushen muss.
Okay. Ich habe ihn zweimal gehittet und er ist nicht tot gegangen. So. Dazu nehmen wir jetzt mal unser Maschinengewehr. Sollte eventuell jetzt ein bisschen besser gehen. Zack. Da haben wir Nummer 1. Ziehen wir mal instant drüber und dann da haben wir Nummer 2. Wir tun nochmal nachladen. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie schnell machen muss. Weiß nicht, ob das einfach nur so täuscht oder ob das wirklich so ist. Weil zack. Da haben wir nochmal einen. Oh shit, Mann. Weil, ich weiß es nicht, wenn ich vielleicht zu langsam bin, schaffe ich vielleicht nichts rechtzeitig zum Bunker, kann die Dingens nicht aufhalten, ich weiß es nicht. Weil Rückzug ist doch sowieso Schwachsinn. Vor allem, weil... Oh, nee, noch nicht. Jetzt. Ich finde den Rückzug ehrlich gesagt ein bisschen dumm. Weil wir geben dann ja so halt dermaßen relativ leicht das Ziel ab. Okay, da ist er. In Ordnung, Raiders. Hier spricht Command. Sammelt euch bei mir. Wir gehen rein. Halt, Raiders. Formation. Captain, komm. Brauchen Befehle. Wiederhole. Captain? Was sollen wir tun? Oh mein Gott. Hier spricht Captain Narvel. Alle Einheiten sofort zurückziehen. Ich wiederhole. Kampfhandlungen einstellen und zurück auf Verteidigungsposition. Verdammt, Narvel. Wir müssen da runter. Jetzt. Sir, wir haben keine Zeit. Unser Rückweg ist jetzt egal. Wir müssen die Flotte unbedingt am Angriff hindern. Jetzt ist nicht die Zeit für Ungehorsam, Sergeant. Was zum Teufel machen Sie da? Die Zeit drängt und wir sollen uns zurückziehen? Damit wir es nochmal versuchen, wenn die Helgas-Invasion vorüber ist? Das Leben meiner Leute hat Priorität. Zurück auf Ihre Position. Feigling, befehlen Sie endlich den Angriff! Ah. Hey, hey, Schluss damit, alle beide! Es gibt Wichtigeres als unsere Männer. Die Helgas dürfen auf keinen Fall die Erde mit Stahls verdammten Erfindung heimsuchen. Wenn wir da rausgehen, sind wir erledigt. Denken wir nach. Es muss einen Weg geben. Gut, nur zu. Ich flankiere das Ding. Zu Fuß? Das ist noch schlimmer als seine Idee. Helfen Sie mir oder gehen Sie mir verdammt nochmal aus dem Weg. Sevchenko, das reicht. Dieser Kamikaze-Scheiß bringt uns noch alle um. Nein, das. Das wird uns noch alle umbringen. Ihr beide kommt mit. Dafür werden Sie gerade stehen. In Ordnung. Aber er hat recht. Also helfen Sie uns endlich! Panzerdivision. Hier spricht Captain Narvel. Legen wir sein Feuer auf uns. Beschießen Sie den Mauler mit allem, was Sie haben. Mit allem, verstanden? In Ordnung, Raiders. Hier spricht Command. Jetzt wird's ernst. In dem Mauler flankieren, okay. Holy shit. Ich glaube nicht, dass wir ungeschoren da hinkommen. Ich denke mal, wir werden noch ein paar Helgas begegnen. Dieses Geflacker geht mir gerade tierisch auf den Nerven. Ohne Scheiß. Ist auf jeden Fall nichts für Leute, die Epilepsie haben. Die soll ich wahrscheinlich jetzt abschießen, ne? Tschüss. Okay. Ich verstehe. Also die sollen wahrscheinlich die Lüftungsklappen. Also wenn die Dinge aufgehen, sollen wir garantiert reinhalten. So, zack. Wir holen uns Sickgeschütze erstmal weg. Ich hoffe mal, dass es genug Zeit ist zum Nachladen. Ja, doch. So, zack. Die Munition ist leer. Scheiße, ist leer. Her damit. Sind die noch offen? Also ich... Ich glaube, dass der Typ ist wütend. Ah. Ich habe noch keine Sicht. Darf keine Sicht. Noch keine Sicht. Okay, wir müssen 1, 2, 3, 4, wahrscheinlich 8 Mal oder so treffen. Also auf der anderen Seite halt nochmal. Nur komm. Mehr als abwarten geht nicht. Okay.
Okay, damit habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht gerechnet. Ja doch. Achso, bestimmt. Erst eine bestimmte Anzahl Maschinengewehre. Alter, der Typ zerlegt hier alles. Das gibt's nicht. Bestimmte Anzahl an Maschinengewehren vorher kaputt machen. Bevor ich wahrscheinlich erst die Lüftungsklappen kaputt machen kann. Also bevor er halt wieder schießt.